Ja. Moin. Moin. Wir stehen jetzt in Wilhelmshaven am Jadebusen. Mhm. Und das ist ja hochinteressant. Wir haben uns vorher noch nie auseinandergesetzt mit der Stadt. Nein, natürlich nicht. Ja, aber jetzt, wenn man sich dann ein bisschen auseinandersetzt, dann stellt man da fest, was für geschichtsträchtige Stadt es ist. Und das erklären wir euch kurz, bevor wir dann richtig starten in Wilhelmshaven. Erst kommt's Intro. Jawohl, und die Sonne scheint. Ja, ja. Ah, das ist wichtig. Also, gleich geht's los. Halt, halt, wir sind schon wieder angeschifft. Wilhelmshaven ist der Hafen vom Kaiser Wilhelm. Und zwar von Kaiser Wilhelm I. Das ist nämlich eine sehr geschichtsträchtige Stadt. Und es ist das größte Marinestützpunkt Deutschlands. Und also das Zentrum der Marine ist hier und wir gehen jetzt ja auch ins Marinemuseum und schauen uns das Ganze an. Da gibt es die Kaiser-Wilhelm-Brücke und das muss man mal ganz klar sagen, Kaiser-Wilhelmshaven hat sehr viel mit der ganzen deutschen Entwicklung zu tun. Also alles, was hin bis zum Zweiten Weltkrieg führt, hat mit Wilhelmshaven zu tun. Denn Kaiser Wilhelm I. hat es wohl gegründet, weil er eben hier die Marine festgelegt hat. Und man hat dann, ja, das kommt noch dazu, Wilhelmshaven schreibt man mit V, genauso wie Cuxhaven und Bremerhaven. Das ist Friesisch. Und es war ein Irrtum, ja, dass man Wilhelmshaven mit V geschrieben hat. Und Kaiser Wilhelm I. hat dann tatsächlich verfügt, dass das so bleiben soll, obwohl man es in Berlin mit F umstellen wollte. Hafen schreibt man ja in Deutsch mit F, aber in Friesisch ist es eben mit V. Und deswegen schreibt man Cuxhaven, Bremerhaven und Wilhelmshaven mit V. So, und der Kaiser Wilhelm I., der hat es gegründet und er ist ja dann später gestorben. Dann wurde sein Sohn wurde dann sein Nachfolger, das war der sogenannte 99-Tage-Kaiser. Mhm. Und dann ist er auch gestorben und dann ist es der Wilhelm II. Geworden. Und der hat auch hier die größte Brücke von Wilhelmshaven und ein Zeichen von, oder ein das ist das Wahrzeichen. Ein Wahrzeichen von Friedrichshafen bauen lassen. Wilhelmshaven. Wilhelmshaven. Was habe ich gesagt? Friedrichshafen. Nein, von Wilhelmshaven, ja. Und er hat es einbauen lassen und hat es nach seinem Großvater benannt, die Kaiser-Wilhelm-Brücke. Die gibt es hier nämlich immer noch. Ja, über die sind wir ja gefahren. Ja, also Wilhelmshaven hat deswegen mit der Geschichte zu viel zu tun, weil der Wilhelm II. Und die Historiker werden mir jetzt da teilweise widersprechen. Aber ich bestehe darauf, dass das so ist. Der Kaiser Wilhelm II. War der Verursacher des Ersten Weltkrieges. Ja? Der hat uns Deutschen da reingebracht und nicht zuletzt ist aufgrund des Ausgangs des Ersten Weltkriegs und der Repressalien auch der Boden genährt worden für den Zweiten Weltkrieg. Ja, okay, aber ich denke, Geschichte genug. Ja, das langt jetzt, das führt jetzt ein bisschen am Thema vorbei, aber es ist halt doch erstaunlich für mich, in Wilhelmshaven zu sein, was wir eigentlich gar nicht so direkt vorgehabt hatten. Nö. Ja. Ja, und was man dann hier dann doch vorfindet, denn ich habe nicht gewusst, dass das also das Zentrum der Marine ist. Ja, okay. Und deswegen gehen wir jetzt ins Marinemuseum. Ja, okay. Und nachher, wenn wir wieder zurückkommen, zeigen wir mal den Platz, denn wir sind hier, haben heute ganz ruhig hier gestanden. Ja, war super. Und Strom ist inklusive. WLAN gibt es auch. Wenn heißt, der Server nicht ausfällt. Heißt, aber es gibt es de facto nicht. Ja, leider nicht. Wir sind eigentlich extra deswegen hergekommen, ja, weil wir eigentlich ein Video hochladen wollten. Richtig, und das kriegt ihr jetzt nicht zu sehen, weil hier das WLAN nicht funktioniert und unser Online-Space offline ist. Ja, okay. Also jetzt gehen wir ins Museum und ihr richtig könnt mitkommen. Ja, U-Boot gibt es da auch, also bleibt dabei. Ja, mal schauen. Wenn man nicht da abschalten. Wenn man rein kann, dann gehen wir rein, oder? Natürlich. Das interessiert mich, wie so ein U-Boot ist. Nicht abschalten, wir gehen jetzt los. Ja. Da geht es zum Stellplatz Schleuseninsel. Und da seht ihr schon eine Schleuse. Wenn da Hochwasser ist, dann werden die Tore zugemacht. Und dann seid ihr gefangen. Und da ist die Ursi. Obwohl die Sonne scheint, ist es ein bisschen frisch. Ja klar, wir haben ja Februar. Na, ach ja, stimmt, wir sind ja schon Februar. Ja, Januar ist nicht wärmer. Nee, auch nicht. Also, das ist einer der Häfen von Wilhelmshaven. Ich denke, die haben mehr. Ja, haben sie ja auch. Das wäre ja ein bisschen kleiner sonst.
Und da sieht man mal diese Bojen, die da draußen unterwegs sind, wie groß sie eigentlich wirklich sind. Irre. Also grün und rot steht für Backbord und für Steuerbord, also für rechts oder links. Und die gelbe, das ist eine Warnung vor Untiefen. Hast du das gewusst, Rosi? Nö, hab ich den Bootsführerschein oder du? Kaiser Wilhelm der Zweite. Ja. So, das ist die Kriegsflagge, die deutsche vom Ersten Weltkrieg. Kaiserliche Kriegsflagge. Die Glocke hat nur überlebt, weil sie beim Angriff in Reparatur war. So, das ist das Freigelände und da haben wir das U-Boot. Und Ursi, da schauen wir jetzt rein, oder? Ja klar, also ich bin ja zwar Pazifistin, aber sind alle. Naja, ich glaube, es sind nicht alle. Also ich auf jeden Fall. Aber es interessiert mich jetzt einfach, wie so ein U-Boot auch von innen aussieht. Diese schwimmenden Särge, oder? Ja. Da haben wir die technischen Daten. Das U-Boot ist 43,7 Meter lang, 4,59 Meter breit und hat 4,26 Meter Tiefgang. Und es fährt 10 bis 17 Knoten. Und hat 22 Mann Besatzung. Und 8 Torpedorohre. Also da, wo wir jetzt hingehen, sind 22 Leute. So, hier haben wir auch einen Blick auf die Marineschiffe. Und wie ihr seht, das sind Leute, das kann wohl alles besichtigt werden. Aber jetzt steigen wir erst einmal hinab. Hinab mit dir, Ossi. Naja, der Eingang ist schon abenteuerlich. Ossi. So, da haben schon die ersten vier geschlafen. Nö, mehr. Fünf. Der ist mute. Fünf, ja, genau. Fünf steht hier. Aha. Ja, abwechselnd haben die wahrscheinlich auch geschlafen. Ja klar, weil die ja Dienst hatte. Und hier haben wir die Torpedorohre. Ja, die, wo hier übernachtet haben, die waren dafür verantwortlich. Aha. Und hier geht's weiter. Was so eng ist, schaut das gar nicht aus. Oh, Helmut. Da sind 22 Mann hier drin. Wow. Und das unter Wasser. Aha. Offiziersmesse. Naja. Da, Kochbereich. Kombüse. Ja, Kombüse ist das. Ja, ist aber großzügig als bei uns im Gustl, das muss man sagen. Ja. Also ich koche auf kleineren Raum. Und da geht es zum Ausguck hoch. Ja. Ah. Da kann man hochschauen. Sicher? Ja, und da ist dann die Steuerzentrale mit Echolot. Da war der Funker gesessen. Hä? Tiefenruder. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn das Boot gesunken ist oder bombardiert wurde und man war da eingesperrt in den Käfig. Pfui Teufel, kann man auch mal gar nicht dran denken. Und da ist der Maschinist. Heute ist hier der Ausgang, aber früher hat er keinen Weg rausgeführt, wenn man unter Wasser war. Mann, da kann seine Himmelangst werden, selbst wenn man weiß, da kommt man wieder raus und man ist nicht auf See. Das ist bedrückend, oder? Furchtbar. Ich stelle mir das ganz furchtbar vor. Und die sind dann bombardiert worden.
Ja. Mit dem Ziel, dass sie untergehen im Meer, wo mehrere tausend Meter tief ist. Wie können Menschen nur auf solche Ideen kommen? Unglaublich so. Hast du das Bad schon gesehen? Nee. Ich guck, das ist hier gerade auf die Ecke. Das habe ich übersehen. Ja. Das ist hier auf dem Eck. Für 22 Mann. Die Toilette gebraucht haben, wahrscheinlich haben sie mehr in die Hose gemacht, als sie in den Topf tun. Wahnsinn. Schon wieder raus. Es ist ja sehr bedrückend hier drin. Ja. Und das sogar über Land. Helle, die Sonne scheint, du hast es gleich geschafft. Also dicke Leute waren das auch nicht im U-Boot. Nö, die durften auch wahrscheinlich nicht so viel essen. Oh. Gut, dass ich wieder an der Sonne stehe. Muss man mal drin gewesen sein. Ja, interessant ist es auf jeden Fall, das mal anzuschauen. Sollte mal wissen, was unsere Väter, Großväter und so weiter teilweise alles erleiden mussten. Ja, kann man nur hoffen, dass sowas nie wieder passiert. Ja. So, und hier haben wir den Lenkwaffenzerstörer Klasse 103, Zerstörer Mölders. Der ist 134 Meter lang, Breite 14 Meter, Tiefgang 5,90 Meter. Und? Für 334 Mann. 334 Mann, 20 Knoten hat er gemacht. Krass. So, und die Ossi steigt wieder hinab. Ja. Ich schicke immer die Ossi voraus, das ist dann sicherer. Typisch Mann, oder? Frauen und Kinder zuerst. So, so schaut es da unter Deck aus. Waschmaschine, die Wäscherei. Ja, das bräuchten wir jetzt, Ossi. Können wir uns eine Wäsche holen vom Gustl? Mhm. Brauchen wir dringend. Und überall wieder Schlafplätze. Mein Gott, den engen Raum 3, 6, 12 Leute. Wow. Und wir gingen im Steck. Das wäre nichts für uns, was ich, oder? Ja, ganz bestimmt. Und das war schon eine ganze Menge Leute auf. So, da kommen wir jetzt in den Badebereich. Mhm. Duschen. Mhm. Pissoir. Und Toilette. Und Waschbecken, also im Dreck musste man nicht ersticken. Und hier die Essensausgabe. Hm? Da sind die Funker. Also man muss immer eins sagen, schlank sollte man sein, wenn man da unterwegs ist. Schlank und beweglich. Also man muss sich da schon auskennen auf so einem Boot. Ja. Es hat eben den Unterschied, glaube ich, gemacht zu einer zwei Jahre vorher oder zehn Jahre vorher bei einem Manöver wäre kein Kommandant. Das ist die Kaiser-Wilhelm-Brücke, Helmut, oder? Ja, das ist ja die Kaiser-Wilhelm-Brücke. Von Wilhelm II. Gebaut zu Ehren seines Großvaters. Klausi? Mhm, genau. Und das waren alles Hohenzollern.
auch noch. Ja. Sehr wichtig. Die Sicht des Steuermanns. Das ist Behandlungsraum und Lazarett. Da liegen sogar welche drin. Pflaster, leer. Kondome, sind noch welche da? Ich dachte, hier sind nur Männer stationiert. Für was haben die das hier gebraucht? Für die Liebschaften im Hafen wahrscheinlich. Also das Schiff ist ja 1969 wohl in Betrieb gegangen und hat über 30 Jahre Einsätze gefahren. Also im Prinzip auch unsere Generation der Biosee. Ja. Ja. Das hätte also hier sowohl unsere Kinder als auch uns persönlich treffen können. Unsere Kinder doch. Achso, doch. Doch, ja. Das hätte unsere Kinder und auch uns treffen können, hier als Marinesoldat zu arbeiten. Und da muss man sagen, wenn man das sieht, Respekt. Was die alle geleistet haben, die hier wirklich gedient haben, ja. Und es in Friedenszeiten und in Kriegszeiten natürlich noch viel extremer, ja. Also da verliert man die Überheblichkeit, wenn man sich sowas anschaut. Klar. So, hier haben wir das U-Boot nochmal. Und da haben wir die Seeminen. Und da haben wir auch ein Minen. Räumboot und das schauen wir uns jetzt an, was das da für eine ist. So, das ist wohl offensichtlich der Jadebusen. Sehr schön Wilhelmshaven, oder? Gibt es ja eigentlich nicht viel zu sehen von Wilhelmshaven. Hier die Strandpromenade. Nein, wir waren nicht drin. Ja, weil es gibt nichts außer mal Rathaus. Oh ja, halt der Stadt, ja. Eben, ist halt der Stadt. Aha. Aber viel Wasser ist da und ist schon interessant. Also, es gibt dann auch ein Wattmuseum, Aquarium und so weiter. Also so ist es nicht, dass Wilhelmshaven nichts hat. Eine schöne, sehr schöne Promenade, die im Sommer wahrscheinlich ganz toll besucht ist. Ja, es ist halt eine junge Stadt. So, und wir verabschieden uns jetzt wieder. Grüezi? Ja. Dann tun wir Wäsche waschen. Aber nicht heute. Nein, aber in Wilhelmshaven. Aber dann dreckige Wäsche gewaschen. Also macht's gut, ne? Tschüss. Also hier in Wilhelmshaven an der Schleuse. Schleusestraße 37 bis 44. Der Stellplatz ist alles sehr sauber, das muss man ganz, ganz klar sagen. Der liegt auch sehr schön. Aber ich finde es überhaupt nicht witzig, wenn angegeben wird, dass ein WLAN vorhanden ist und dann ist es nicht vorhanden. Das ist mir jetzt schon das dritte Mal bei privaten Betreibern passiert. Einmal im Harz, einmal in Baden-Württemberg und jetzt auch hier in Wilhelmshaven. Und das ist natürlich, wenn man was tun will, will ja auch nicht jeder YouTube-Filme hochladen. Man will ja auch so mal mit dem Laptop online sein. Und wenn man schon hierher fährt, um eben WLAN zu haben, es wird ja auch beworben, dann sollte das auch funktionieren. Liebe private Stellplatzbetreiber, nehmt euch das mal bitte ein bisschen zu Herzen. Ansonsten ist der Stellplatz sehr empfehlenswert. 10 Euro die Übernachtung, Strom für 24 Stunden 3 Euro. Kann man eigentlich nicht meckern, wenn das WLAN funktioniert. Also, wir versorgen uns jetzt noch und dann geht's weiter. Und ab und zu wäscht man dann auch zu Hause die Dreckwäsche. Was wir jetzt natürlich nicht mehr machen können. Genau, aber Dreckwäsche haben wir trotzdem. Mehr als genug. Und deswegen suchen wir uns jetzt einen Waschsalon und den haben wir gefunden in Wilhelmshaven. Und mal schauen, wie das da so abgeht. Genau.
Hafen. Und die Ussi hat gesagt, sie möchte jetzt erst einmal die Lage erkunden. Mhm, genau, erstmal schauen, oder? Bevor wir hier mit. Gott sei Dank sind wir jetzt am Sonntag da. Ja. Von Montag bis Freitag ist hier Parkverbot, ist hier Park nur erlaubt für PKWs. Ja. Also, jetzt gucken wir mal, oder? Das Timing passt wieder optimal bei uns. Ja, wie immer. Guck mal, kann ich hier dein Ding hochladen? Sogar Wi-Fi ist da. Perfekt. Okay. Ussi, passt das oder passt das nicht? Ja, mal schauen, wie das funktioniert. Man müssen einschmeißen, aber. Einfach genial. Ja, und da gibt es sogar noch WLAN. Ja. So können wir sogar unser Video hochladen. Also wir haben es uns hier jetzt häuslich eingerichtet. Ja. Vielen Dank an den Waschsalon, das ist ein toller Service. Ja, jetzt warte mal ab. Ja, das Video lädt hoch. Nur 12 Minuten ist es oben. Nö, so schnell? Nein, das, weil das hat das, was ich schon hochgeladen gehabt habe, das hat es mit übernommen. Ah ja. Super. So, das ist jetzt gewogen und jetzt muss man schauen, ob es zulässig ist oder ob wir zu viel reingestopft haben. Nein, es geht los. Was sie strahlt. Ja, einfach dann wieder saubere Wäsche. Jetzt sind wir, also erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Also nicht nur wir oder unsere Wäsche, nein, auch unser Gustl bedarf ab und zu der Reinigung. Und Wilhelmshaven wird die Stadt der Sauberkeit für uns. Erst die Wäsche und jetzt der Gustl. Ja, und wir haben uns auch schon zwischendrin geduscht. Ach so, ja, stimmt auch. Ja. Und Zähne geputzt. Natürlich. Nur rasiert habe ich mich heute nicht. Oh ja, ist jetzt so tragisch. Ist ja nichts Neues. Das passt hier an die Nordsee, so seeräuberisch, oder? Ah ja, genau. Da waren wir ja schon beim Störnebäcker. Ja, genau. Also, jetzt legen wir los. Der Helle putzt. Jawohl, los geht's. Also, wir sind sauber, unsere Wäsche ist sauber und unser Gustl ist fast sauber. Nervig. Also, da steht die Frau neben dran, während man die Arbeit hat und sammelt einen voll, was man alles sauber machen soll. Dabei glänzt der Gustl wie noch nie zuvor. Fast aus der Fabrik kommt er. Ja. Also, wenn man beide Augen zumacht, dann vielleicht, ja. Außerdem musste ich ihm ja immer zeigen, wo der Dreck ist. Denn ja, von wegen. Ja. Also, ich bin mit Sicherheit sehr, sehr ordentlich. Wenn man tolerant ist. Ja. Okay, also wir fahren jetzt weiter. Wir gehen weg von Wilhelmshaven, der sauberen Stadt. Jawohl. Alles ist gereinigt bei uns. Und wir fahren jetzt an den Jadebusen. Wir sind schon am Jadebusen. Ja, aber wir fahren jetzt an die Spitze vor. Und ihr könnt jetzt einsteigen, wir fahren gleich los. Jawohl, so machen wir es. Fertig machen, also, es geht weiter. Kommt mit. Ja.